und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Einsteiger-Smartphones, nicht schon wieder, ne. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Firma Honor gibt langsam nach ihrem, nach ihrer Spaltung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Firma Honor gibt nach ihrer Spaltung von Huawei langsam Gas. Und nicht nur im Mittelklasse- oder High-End-Bereich, sondern auch im Einsteigerbereich bringen sie neue Geräte auf den Markt mit Google-Diensten natürlich. Die Google-Services sind alle installiert. Wir schauen uns heute hier das Honor X7 Einsteigergerät an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Die Verpackungen ähneln dann doch schon ein wenig den von Huawei hier schon abgebildet, das Honor X7 hier. Nicht zum Verkauf, sondern nur zum Testen. Vielen Dank an Honor Deutschland für die Leihgabe. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Oben auf direkt das Smartphone. Wir legen es aber erstmal auf Seite in so einer unschönen Plastiktüte drin. Finde ich wirklich sehr unschön. Schade, schade. Ja, der Papierkram, merke ich hier gerade, fehlt. Ich vermute mal auch die Silikonschutzhülle, die hier dabei ist, aber die SIM-Nadel haben sie mir gelassen hier beim Testgerät. Da kann ich dann wenigstens in den SIM-Schacht schauen. Also in der Verkaufsversion dürfte das mit an Bord sein. Die Hülle spricht natürlich auch die ganz wichtigen User Guide und Safety Information. UVP übrigens 199 Euro und da schauen wir uns jetzt gleich an, was das Gerät zu bieten hat, ob der Preis ungefähr hinkommt, aber erst weiter im Lieferumfang. Wir haben hier USB-C auf USB-A, Lade- und Datenkabel in weiß gehalten, dann ein Netzteil, hier auch Honor Supercharge steht hier drauf, 22,5 Watt gibt Honor hier an bei einer Akkugröße von 5000 mAh. Ja, ich denke mal dreiviertel Stunde, fast eine Stunde, bis der Akku dann vollgeladen ist. Das war's, was in der Verpackung ist. Kann natürlich noch sein, dass in der Verkaufsversion auch Kopfhörer dabei sind. Ich glaube nicht dran, da gehen ja immer mehr Hersteller von weg. Ja, jetzt befreien wir das Gerät doch mal aus dieser unschönen Plastikhülle. Endlich ist sie ab. Dann noch hier weitere Aufkleber. Die ziehen wir natürlich auch ab. So, und jetzt lege ich doch erstmal es auf den Tisch, damit ihr diese schöne Farbe doch mal etwas genießen könnt. Hier, das dürfte dann die blaue Farbe sein. Es gibt noch zwei weitere Farben, einmal schwarz, einmal silber. Die blaue Farbe hier, die schimmert so dunkelblau, hellblau, je nachdem, nach Lichteinfall. Hier nochmal Honor, das Logo und hier CE-Zeichen und so weiter. Die müssen in Deutschland natürlich drauf sein. Es gibt Hersteller, die machen das hier unten auf den Rahmen. Diese Idee hat bisher wirklich nur ein Hersteller umgesetzt, Honor hier halt noch nicht. Das Kamerabump zu den Sensoren kommen wir natürlich später, ist sehr markant und auch bekannt aus der Nova 9 Serie von Huawei zum Beispiel. Also da hat Honor das Design noch nicht geändert. Die Rückseite ist übrigens aus Kunststoff wie das komplette Gerät, also auch der Rahmen hier aus Kunststoff gehalten. Hier auf gut erreichbare Höhe, ja, ist gut erreichbar. Der Powerbutton integriert ist der Fingerabdrucksensor. Oben drüber dann die Lauter- und Leiser-Wippe, die sehr gut verarbeitet ist, die wackelt überhaupt nicht und auch sehr gute Druckpunkte hat, gefällt mir wirklich gut. Hier oben haben wir ein erstes Mikrofon, nebendran den SIM-Schacht und hier pieksen wir dann nochmal rein, was Honor uns in der Einsteigerklasse anbietet. Und da, ja, da haben wir einen Hybrid-SIM-Karten-Slot. Entweder ihr könnt zwei SIM-Karten verbauen oder eine SIM-Karte und eine SD-Karte, um den internen Speicher dann zu erweitern. Das stecken wir wieder hier rein und schauen uns die linke Seite an. Da sehen wir dann nichts. Unten der 3,5 mm Klinkenanschluss. Ein weiteres Mikrofon, USB-C, zum Laden des Geräts oder zur Datenübertragung geeignet. Da haben wir auf der rechten Seite hier unten am Rand dann den Lautsprecher. Es ist ein Monolautsprecher, aber da hätte ich es auch nicht mehr erwartet für diesen Preisbereich. Zum Beispiel auch in diesem Preisbereich liegt das Realme C35 Video zum Beispiel. Dazu findet ihr auch hier im i oder unten in der Videobeschreibung. Oder auch das Motorola G22 ist in dem Preisbereich. Alles
Einsteiger-Smartphones. Ihr könnt ja mal gerne mal schauen, welche Geräte euch da am besten gefallen. Schreibt es mir doch auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr Einsteigergeräte überhaupt nutzen möchtet und für was ihr das dann nutzt, ob es wirklich euer erstes oder also ihr euer Daily Driver ist oder als Zweithandy, als Baustellenhandy oder was auch immer. Ja, bei Maße sind wir jetzt angekommen. Die Maße des Geräts haben wir 77,2 mm mal 167,6 mm auf 8,6 mm in der Dicke. Das ist wirklich ganz gut. Der Kamerabump, der angesprochene, schaut auch nur wenig heraus bei 198 Gramm Gewicht. Das finde ich wirklich in Ordnung. Und auf der Front empfängt uns dann ein 6,74 Zoll IPS-Display. Es ist mit einer, ja, Display-Schutzfolie versehen. Das ist wirklich sehr gut, dass Honor das macht. Jetzt kommen wir aber zu der Auflösung und die ist leider nur HD+, also 1600 x 720 Pixel bei 260 ppi. Das ist natürlich nicht so schön, so eine geringe Auflösung. Da hat zum Beispiel das Realme C35 mehr zu bieten. Da bekommen wir Full HD+. Ja, aber bleiben wir hier beim Honor X7, 90 Hertz Bildwiederholungsrate, 180 Hertz Abtastrate, das ist wirklich doch sehr gut. Damit kann man wirklich dann auch ein bisschen flüssig das Gerät bedienen. Und hier oben, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, ist noch wie vor 2 Jahren zum Beispiel eine Waterdrop Notch versteckt, darin dann eine Frontcam mit 8 Megapixel mit einer Blende von f2.0. Darüber könnt ihr natürlich das Gerät mit der Gesichtserkennung entsperren, das ist ganz klar. Dann kommen wir auf die Rückseite nochmal, Hauptkamera, Kamerabump. Ich habe es euch gesagt, wir kommen zu dem 48 Megapixel Hauptsensor mit einer Blende von f1.8. Dann der zweite Sensor, 5 Megapixel Ultraweitwinkelsensor, 5 Megapixel ist mir ehrlicherweise irgendwie neu, aber Honor gibt es so an. Ich kenne eher so die 8 Megapixel Ultraweit, also da scheint Honor auch nochmal etwas gespart zu haben mit einer Blende von f2.2 dieser Sensor. Dann ein 2 Megapixel Bokeh Sensor, also für die Tiefen- und Schärfeinformationen in euren Bildern mit einer Blende von f2.4. Der letzte Sensor und ihr kennt mich, mein Lieblingssensor, 2 Megapixel Makro f2.4 Blende, den braucht ich zumindest nicht und ich glaube ganz, ganz viele von euch auch nicht. Full HD Videos könnt ihr damit aufnehmen, kein 4K möglich, ist okay für diesen Preisbereich. Eine elektronische Bildstabilisierung ist mit an Bord, HDR, Autofokus und ein Digitalzoom. Das sind so die Highlights, die dieses Kamerasetup zu bieten hat. Viel mehr hat dieses Gerät jetzt oder dieses Kamerasetup nicht zu bieten. Aber zu bieten hat es natürlich eine Software und da sind wir leider bei Android 11 immer noch zu Hause mit der Magic UI 4.2 von Honor selbst. Und ich habe es schon angesprochen, Honor hat mittlerweile wieder den Play Store, also alle Google Services, die ihr braucht, wie YouTube oder halt den Chrome Browser, also alles, was ihr so kennt von den normalen Android-Smartphones hier wieder auf dem Gerät. Leider bei Huawei ja immer noch nicht so weit und ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Huawei darf da zumindest auf mittelfristig gesehen keine Google-Dienste mehr drauf installieren. Und deswegen jetzt die Spaltung oder Weggang von Honor von Huawei und jetzt dürfen sie auch wieder den Play Store und so weiter installieren. Ja, ihr seht hier die Oberfläche, wir richten es jetzt mal schnell ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Angekommen in der Magic UI Version 4.2 Android 11 als Grundgerüst unten drunter und hier seht ihr den angesprochenen Play Store. Jetzt gehen wir mal in die Einstellungen und schauen uns hier bei Anzeige und Helligkeit doch mal zuerst setze ich das hier mal auf 10 Minuten und hier die Bildschirmwiederholungsaktualisierungsrate nennt Honor das. Steht auf dynamisch, also sprich maximal 90 Hertz, aber das Gerät regelt es immer wieder runter, wenn zum Beispiel irgendwelche Anwendungen 90 Hertz zum Beispiel nicht unterstützt. Ich mag es aber auf dauerhaft 90 Hertz, ihr könnt noch auf Standard stellen, 60 Hertz, um halt auch etwas Strom zu sparen. Gestensteuerung ist natürlich auch mit an Bord, ihr seht es und jetzt haben wir hier 90 Hertz, aber ihr seht auch hier auf der zweiten Seite doch einiges an Bloatware, TikTok, Booking.com, Netflix und auch irgendwelche Games, dann noch irgendwelche
Office-Apps und so weiter. Also da hat Honor doch einiges an Bloatware installiert. Das ist natürlich schade, aber man kann so viel wie ich weiß fast alles deinstallieren. Ja, gepowert wird das Gerät und da sind wir eigentlich für die Einsteigerklasse mit einem guten Prozessor ausgestattet. Es ist der Qualcomm Snapdragon 680, relativ neu. Es ist ein Octa-Core mit 2,4 GHz, unterstützt wird das Ganze von der Adreno 610 Grafikeinheit, 4 GB LPDDR4X RAM, 128 GB UFS 2.2 interner Speicher. Ich gehe davon aus, dass UFS 2.2, da habe ich keine näheren Angaben bekommen. Bei den AnTuTu Benchmark-Punkten liegt das Gerät nämlich bei 221.000 und deswegen gehe ich davon aus, dass wir UFS 2.2 interner Speicher hier haben. Ja, sonst bei der Konnektivität sind wir leider nicht im 5G-Lager hier zu Hause. Der Prozessor hat kein 5G-Modul mit an Bord. Aber natürlich LTE und auch hier Band 20 und alles, was man braucht. Das Gerät gibt es ja hier offiziell in Deutschland zu erwerben. WLAN 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 5.1. Leider aber kein NFC für das kontaktlose Bezahlen an der Kasse. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. 5000 mAh stark ist der Akku. Ihr seht hier nochmal die Rückseite. Fingerabdruckmagnet hoch 10. 22,5 Watt Laden hier mit dem mitgelieferten Netzteil. Das ist vollkommen okay. Und ich muss sagen, so ein paar Punkte stören mich für 199 Euro doch, weil zum Beispiel andere Hersteller in der gleichen Preisregion doch etwas mehr bieten für sogar weniger Kosten. Hier zum Beispiel fehlt das Full HD Plus Display und hier und da bei dem Kamerasensor könnte doch auch ein besserer Sensor noch mit an Bord sein. Dann wäre ich für 199 Euro doch bei Honor. Aber so finde ich, ist das Gerät doch wirklich nicht bisher vom ersten Eindruck zu empfehlen. Wenn der Preis relativ schnell fallen würde, dann könnte man nochmal drüber reden. 120, 130 Euro würde ich sagen, kann das Gerät ruhig kosten. Aber das könnt ihr mir ja mal gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ja, das soll es gewesen sein für das Video zu dem Honor X7. Vielen Dank nochmal an Honor Deutschland für die Leihgabe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!